da war der damalige Sektionsleiter, der Zettelheinz, der hatte das eingerührt, dass man in Bayreuth mal Fußball spielen konnte. Wann war denn das gewesen? Oh, das war 50er Jahre. Ja, das ging so, die hatten uns damals hier, wir hatten uns damals eingesprochen, dass wir mal rüberkommen und wieder nationaler Sportverkehr hieß das damals. Und da haben wir drin natürlich ein paar Spiele gemacht und das war eine Welt für uns. Und als wir im Bus saßen, wo wir rüberzufahren wollten, kam der Absager vom Kreis, dass wir nicht rüber durften. Und da hat der Sektionsleiter, der Zettelheinz, damals gesagt, wir haben das, den Anruf einfach nicht gekriegt, wir fahren. Und das war für uns eine Welt. Und die haben euch tatsächlich über die Grenze gelassen? Ja, 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 wir mussten vieles unterschreiben. Aber es hat dann geklappt. Ignorieren. Wir sind alle wieder gekommen. Einfach ignorieren. Wir wollten ja bloß Sport treiben, wir wollten ja nicht Politik machen. Wir wollten Sport treiben und deshalb sind sie alle wiedergekommen. Ne? Und das war das Schöne an der ganzen Sache. Ja, das wurde erste Mannschaft mit der zweiten Mannschaft. Ja. Wir saßen alle im Bus und sind dann anschließend auf dem Heimweg meistens eingekehrt. Ja. Der oben stand eine Bude, die hat manches Mal gewackelt. Endstation war dann beim Ziegenfried. Dann, ne? Die Endstation war beim Ziegenfried dann. Bis zum bitteren Ende. War finsteres Flutlicht ist ausgefallen in einem Köpfball. Da ist ein Kreis in Wilfriedes Nösenbein gebrochen beim Training. Beim Köpfball. Ich war heute eher. Ja, war eher. Aber er hat am Sonntag wieder gespielt. Muss der Fußballer aushalten. Ja, der Wilfried war ja lange älter, da kommt immer so hoch. Das war sein dritter Nösenbein. Der Frostballen haben gedrückt und hat das Leder rausgeschnitten aus dem Fußballschuh, dass er spielen konnte. Nicht wie die Weicheier jetzt. Und für mich war die beste Episode, wir haben dreimal den Aufstieg versaut. Wir haben zur Halbzeit, glaube ich, 2-1 geführt und haben ihnen angeboten, mit einem Fass Bier, dass sie aufsteigen. Sie schießen also noch 2 Tore. Und die waren der Meinung, dass sie das von alleine schaffen. Und zum Schluss haben sie es eben nicht geschafft und sind erst ein Jahr später aufgestiegen. Und das freut mich heute noch. Wir waren immer in Raschau und dort haben sie uns auch ein Fass Bier versprochen. Und hinten aus zu haben wir gewonnen oder haben 2-2 gespielt oder wie das war. Ja, und sind aufgestiegen. Und ja, genau. Aufgestiegen. Und die sind abgestiegen. Wir warten heute noch auf das Bier. Genau. Und dann waren wir in Grünbach. Grünbach hat auch, die ging gegen Abstieg. Ja. Haben uns fast 4 geboten. Zum Schluss haben wir trotzdem 3-0 verloren, ne? Aber das wollten wir gar nicht. Waren zu viel gesagt. Und trotzdem haben wir das Fassbier gekriegt. Ne?